Russland-Krise. Gibt es einen Krieg in der Ukraine? All das sind die Themen, die momentan sehr, sehr durch die Medien gehen. Alle reden von einer großen Krise. Aber Krise heißt doch auch Chancen. Deswegen lasst uns heute mal schauen, wo könnten denn die Chancen für uns als Anleger in dieser Krise liegen? Mein Name ist Jens Rabe und eine meiner allerersten Aktien, die ich jemals gekauft habe, war Lukoil, ein russisches Unternehmen, was im Ölsektor tätig ist. So, momentan gibt es ja außer dem großen C-Thema fast kein anderes Thema bei uns in der Presse, außer das Thema Russland-Ukraine. Und gerade wenn man heute wieder hier mal in die Zeitung reinschaut, in der in Deutschland die Meinung gebildet wird, da sieht man das. Ne? Also hier Dudes-Offensive von Olaf und Joe gegen Putin. Putin muss seine Yacht aus Hamburg wegbringen, aus Angst vor Beschlagnahmung. Und natürlich auch unsere super Außenministerin Frau Baerbock hat dann auch noch einen Wirtschmidt zu reden. So, all das ist das, mit dem uns die Medien momentan jeden Tag mehr oder weniger hier beschallen. Und da könnte man sich schon Sorgen machen, was passiert denn da jetzt überhaupt? Und ich habe auch in einigen der letzten YouTube-Kommentare gelesen, dass viele sagen, diese Eskalation in der Ukraine und so weiter, ne? Wer weiß, was da alles noch passiert. So, jetzt sind wir Anleger und als Anleger muss man natürlich schauen, wie kann man mit so einer Situation umgehen und gibt es da nicht vielleicht sogar Möglichkeiten, dass wir daran etwas verdienen können? Und das Einfachste ist, wenn wir uns mal die Fakten anschauen, das heißt, lasst uns mal gemeinsam heute ganz, ganz viele Charts anschauen. Ich habe ganz viele Charts vorbereitet und wir schauen uns einfach mal an, was passiert denn da überhaupt, ne? Okay, also los, rein geht's in die Charts und da fangen wir als allererstes an mit dem russischen Index. Und also das heißt, die Börse in Moskau, wie gesagt, ich kenne es noch aus meiner Anfangszeit, Anfang der oder Mitte der 90er Jahre. Und schauen wir uns vielleicht mal als allererstes einen längerfristigen Chart der russischen Börse an. Und wenn man diesen Chart hier jetzt so sieht, dann muss man auch sagen, hey, so schlecht sieht das doch gar nicht aus. Also das ist jetzt hier logarithmisch gemacht, wenn wir es linear machen, dann sehen wir, das ist ein völlig intakter langjähriger Aufwärtstrend, mittlerweile auch schon weit über 20 Jahre, der eigentlich auch immer nur dann unterbrochen wurde von all den Dingen, die sonst die Welt betreffen. Also wir hatten hier die Finanzkrise 2007, 2008, dann hatten wir hier Corona. Klar, dann gab es hier mal noch so eine Phase zwischen 11 und 16 ungefähr und natürlich jetzt hier die letzten 6 Monate ging es auch nach unten. Okay, jetzt habe ich mir überlegt, für was steht eigentlich Russland? Na, also mit was bringt man Russland in Verbindung? Okay, Wodka. Aber gibt es natürlich noch was anderes, nämlich Erdöl. Und deswegen lasst uns doch mal vergleichen, ist eigentlich der russische Aktienmarkt tatsächlich sehr stark mit Erdöl verbunden? Und dazu schauen wir uns hier einfach mal den langfristigen Chart an. Also das ist immer noch der gleiche Chart, den wir gerade hatten. Und darunter ist der Erdölpreis. So. Und hier, wie gesagt, jede Kerze stellt momentan ein Quartal dar. Und dann schauen wir uns das mal an und da sehen wir, okay, also wir haben hier gewisse Hochpunkte, ne, Finanzkrise, Ölpreis fällt nach unten, Preis im russischen Aktienmarkt geht nach unten. Wir hatten hier einen Hochpunkt im Jahr 2011 im Öl, das war der Hochpunkt der Rohstoffblase insgesamt. Öl war dann nicht mehr ganz hochgekommen, auch viele andere Rohstoffe, zum Beispiel auch Gold, waren dann nach oben gegangen. Fiel danach alles runter und auch der russische Aktienmarkt hatte Probleme. So, und dann sehen wir aber immer hier, wenn es zum Beispiel im Öl Aufschwünge gab, gab es auch im russischen Aktienmarkt Aufschwünge und auch hier so zuletzt. Wenn wir jetzt allerdings mal in eine etwas kleinere Zeiteinheit hineinzoomen, das ist jetzt hier der Wochenchart, da sehen wir, okay, da gibt es hier eine gewisse Diskrepanz und zwar seit ungefähr letzten Oktober. Ne? Also ungefähr seit letzten Oktober sehen wir, der russische Aktienmarkt ist hier gefallen. Wir können auch mal messen, wie stark ist er denn gefallen? Also er ist vom Hoch zum Tief. Hier ungefähr 26% in der Spitze gefallen. Aktuell ist er ungefähr so 18-19% im Minus. Also so gerade an der Grenze zu dem, was man sagt, Bärenmarkt. Und wir sehen aber gleichzeitig, dass der Ölpreis angestiegen ist. Gerade hier die letzten Wochen in Anstieg des Ölpreises von um die 65-66 $ jetzt hier bis in die Region von ungefähr 90 $, also ein ziemlich starker Anstieg im Ölpreis, ne? Daher kommt ja auch die ganze Inflation. Aber der russische Aktienmarkt scheint da also ein Problem zu haben. Okay, so, wenn wir das also jetzt wissen,
Dann können wir uns mal noch eine andere Sache kurz anschauen. Und zwar, ich hatte euch vor kurzem, ich blende euch das hier oben nochmal ein, einen, ich habe es damals genannt, unfairen Indikator vorgestellt. Ne? Nichts anderes als einen gleitenden Durchschnitt, den ich aber immer beachte. Und das war der 30er Moving Average. So, und jetzt schaut euch, also wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das Video nochmal an, das wird euch helfen. Und wenn wir jetzt uns nochmal hier diesen Wochenchart des Index anschauen, und das ist hier jetzt diese grüne Linie. Also komm, ich mache mal alles andere weg. Wir schauen uns tatsächlich mal nur hier den 30er an. Und was sehen wir denn da? Da sehen wir, hier bereits im November letzten Jahres bei einem deutlich höheren Preis hat dieser unfaire Indikator uns ein Warnsignal gegeben und gesagt, irgendwas stimmt da nicht am russischen Aktienmarkt. Ne? Irgendwas haut da nicht mehr hin. Man sieht ganz klar, sowas nützt dir nichts, um am Top rauszukommen. Aber es hat dich zumindest schon mal davor bewahrt, wenn du in Russland investiert warst, hier weiter runterzukommen. So, also, erster Punkt, den wir festhalten können. Die Krise hat dazu geführt, dass der russische Aktienmarkt darauf reagiert. Und das ist insofern interessant, weil ich kann mich entsinnen, als Donald Trump damals Präsident war, gab es ja diese Auseinandersetzung mit Nordkorea. Und auch da haben ganz, ganz viele davon gesprochen, da gibt es jetzt Krieg und so weiter und das wird ganz, ganz schlimm enden. Wenn man damals allerdings sich den südkoreanischen Index angeschaut hat, den Kospi, und der müsste ja betroffen sein, ne, weil Nordkorea, Südkorea, ihr wisst, geografische Nähe, dann hat man damals gesehen, trotz des ganzen Mediengeschwafels, was wir hatten, ist dieser Index gestiegen, gestiegen, gestiegen. Das heißt, die Börse hat gesehen, da ist eigentlich keine Gefahr im Verzug. Ne? Und deswegen hat sie das nicht so ernst genommen. So, hier dagegen scheint also schon der russische Aktienmarkt deutlich zu leiden. Kann natürlich auch ein bisschen sein, dass die Amerikaner, weil dieser ganze Konflikt, wir sind jetzt hier keine Politiksendung, aber überlegt mal, es gibt so eine ganz spannende Frage, die man sich immer stellen kann bei Dingen in der Welt, nämlich wem nützt es? Und jetzt überlegt mal ganz einfach, was exportiert Russland, was wollen wir Europäer vielleicht von Russland haben, was exportiert Amerika, was möchten vielleicht die Amerikaner, was wir von ihnen kaufen, und dann kann man sich sehr, sehr viele Dinge zumindest mal zusammenreimen. Okay, so, das an dieser Stelle. Und wir sehen also, russischer Aktienmarkt leidet. Wie schaut es mit der Währung eigentlich aus? Und wenn wir uns die Währung anschauen, und auch da nehmen wir mal hier einen etwas längerfristigen Chart. Wir nehmen auch hier mal wieder den Quartalschart. Und da sehen wir, das ist also hier der US-Dollar gegen den Rubel. Das heißt, wenn der Chart steigt, bedeutet das, der Dollar wird stärker gegen den Rubel. Wenn der fällt, wird der Rubel stärker gegen den Dollar. Und hier sehen wir, wir machen mal einen Monatschart, dass im Grunde schon seit vielen, vielen Jahren der Dollar gegen den Rubel aufwertet und der Rubel entsprechend gegen den Dollar abwertet. Und auch wenn wir das in Euro anschauen, also der Euro gegen den Rubel, dann sehen wir auch, es ist ein bisschen verzerrt hier durch diese Spitzen, sehen wir aber auch, dass der Euro im Grunde genommen immer stärker gegenüber dem Rubel wird. Das heißt, die Russen haben eine schwache Währung, gut für ihren Export, aber nicht gut für Investitionen im Land, ne? Weil niemand investiert gern in Ländern mit einer schwachen Währung. Kannst du dir immer so an so Extrembeispielen merken. Ne? Möchtest du jetzt in Venezuela investieren? Wahrscheinlich nicht. Schau dir die Währung von Venezuela an, die ist extrem schwach gegenüber dem Dollar. So, wo möchtest du investieren? Immer da, wo eine Währung stark ist. Und deswegen sehen wir auch hier, dass wahrscheinlich das jetzt nicht so das optimale Umfeld ist, um in Russland zu investieren. Okay, jetzt haben wir diesen Punkt mit der Währung. Jetzt überlegen wir mal, wenn es zu einem Konflikt kommt, zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, wer profitiert immer wieder? Wem nützt es? Ne? Und es sollten doch zum Beispiel Rüstungsaktien sein. Oder wie es hätte in Neudeutsch, Rüstung, ne? Klingt nicht gut, deswegen Defense, Verteidigung. So. Und das können wir uns mal anschauen. Und da gibt es hier, und kommt, wir bleiben einfach mal auf dem Wochenchart jetzt für die nächsten Charts, die ich euch zeige. Und da sehen wir hier, das ist der ETA. Das ist der von iShares, also von BlackRock, ist das ein ETF, der sich mit Aerospace und Defense beschäftigt. Das heißt also, darin sind enthalten Firmen, die Luftfahrt und Rüstung machen. Oftmals ist es so, es gibt nur wenige reine Rüstungsfirmen, sondern sehr, sehr viele kombinieren Luftfahrt mit Rüstung. Ja, es gibt auch reine Rüstungsfirmen, aber das ist relativ wenig. Und gerade die Großen sind auch immer irgendwie so ein bisschen mit in dem Thema Luftfahrt und übrigens auch Space, also Weltraum verbunden. Und was sehen wir da jetzt? Da sehen wir hier starker Einbruch nach Corona und die Rüstungsaktien.
haben noch nicht in ihrer Gesamtheit das alte Hoch von vor Corona erfüllt. Wenn wir uns das mal ein bisschen länger hier anschauen, auf dem Monatschart, dann sehen wir, Rüstungsaktien immer gelaufen. Ne? Und dann jetzt zuletzt auch ein bisschen runtergekommen. Und das heißt also hier noch nicht mal das Vor-Corona-Hoch erreicht. So, und jetzt schauen wir uns aber mal ein paar einzelne Aktien an. Ne? Kann jeder von euch machen. Ihr geht einfach auf die Webseite von BlackRock oder ihr googelt einfach Defense ETF und dann findet ihr diese ganzen ETFs, die es da gibt. Und dann könnt ihr einfach nachschauen, was sind da für Aktien enthalten. So, und jetzt schauen wir uns das im Wochenchart mal an. Und da sehen wir hier eine der größten Firmen, die es gibt, Raytheon. Da seht ihr hier, wow, was macht die denn da plötzlich? Die ist schon über dem Corona-Hoch. Und wenn wir das in unserem Monatschart anschauen, Allzeithoch. Okay, also die läuft schon mal ganz gut. Schauen wir uns die nächste an. Und das ist so eine Mischung aus Rüstung und Luftfahrt. Nämlich das ist Boeing. Und ihr wisst, Boeing schon vor Corona große Probleme mit ihren Fliegern gehabt. Und jetzt, die kommen auch nicht so richtig. Ne? Die haben eben immer noch dieses Luftfahrtproblem, läuft nicht so gut. Und okay, also Boeing nicht so toll. So, Lockheed Martin, die sind mittlerweile hier so langsam wieder am Steigen. Ne? Also kurzfristig zumindest wieder mal ein Aufwärtstrend. Ich zeige euch immer mal noch den Vergleich hier zum Monatschart. Ne? Auch das ist ein sehr, sehr stabiler Chart nach oben. Auch 2,85% Dividende aktuell. Also das sieht ganz gut aus. So, schauen wir uns noch zwei, drei an. Also hier beispielsweise General Dynamics, auch die gerade auf dem Weg zum Allzeithoch, eine Northrop, schreibt es wieder in die Kommentare, wenn euch meine Aussprache nicht gefällt. Also Northrop, auch hier kurz vorm Allzeithoch und nehmen wir noch als letztes vielleicht hier die Transdicken und auch die jetzt hier konsolidiert gerade so ein bisschen seitwärts, sieht eigentlich auch so ein bisschen auf dem Sprung nach oben aus. So, halten wir also mal fest, das Erste, was man sich anschauen könnte, wären also Aktien aus dem Bereich Verteidigung, Defense. Aber ihr habt es gesehen am ETF, der gesamte Sektor sieht gar nicht so gut aus. Warum? Weil man eben auch diese Luftfahrtunternehmen mit drin hat, wie beispielsweise eben Boeing. Und deswegen ist dieser ETF vielleicht nicht unbedingt die allererste Wahl, sondern hier sollte man sich vielleicht eher ein paar Einzelaktien anschauen, die in diesem Bereich spannend sein könnten. Immer natürlich unter dem Vorbehalt, dass ihr moralisch damit leben könnt, solche Aktien in eurem Depot zu haben. Ja, gibt es Pro und Contra, muss jeder für sich selbst entscheiden. Der eine sagt, finde ich okay, der andere sagt, nein, das lehne ich aus moralischen Gründen ab. Ist auch völlig in Ordnung. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten an der Börse. So, schauen wir uns das nächste an. Wir waren ja vorhin schon ein bisschen bei den russischen Aktien. Und lasst uns doch mal russische Aktien anschauen. Wie sehen die eigentlich aus? Gibt es da vielleicht auch ein paar, die davon profitieren können? Und ich habe jetzt einfach mal eins gemacht. Ich habe jetzt mir mal ein paar russische Aktien herausgesucht. Wir schauen uns die mal an. Ich habe hier bewusst mal die Kurse genommen an der Moskauer Börse. Das heißt, ich habe einfach geguckt, wie sehen die an der Moskauer Börse aus. Das kann von den Preisen und auch ein bisschen von der Kursentwicklung sich etwas unterscheiden, wenn ihr die euch in New York oder in Frankfurt anschaut. Das liegt einfach daran, da müsst ihr natürlich immer noch das Thema Währung ein bisschen mit einbeziehen. Langfristig ist es nicht ganz so dramatisch, ne? Das spielt keine allzu große Rolle jetzt in dem Bereich. Und oftmals werden diese Aktien auch nicht als wirkliche Aktien gehandelt, sondern als sogenannte ATRs. So, aber schauen wir uns mal an. Also, was fällt euch als erste russische Aktie ein? Logisch, Gazprom. Ne? Gazprom, ja auch der Betreiber von Nord Stream 2. Und da sehen wir hier im längerfristigen Chart, das ist ein Monatschart. Komm, wir gehen mal wieder hier auf den Wochenchart. Und da sehen wir hier die Aktie, ja, vom September 2020 gigantisch gelaufen. Ne? Hat sich mehr als verdoppelt und konsolidiert jetzt. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht das übergeordnete Bild gar nicht so schlecht aus. Ich würde jetzt vielleicht nicht heute unbedingt reinspringen, aber die sieht an sich gar nicht so schlecht aus. Man sieht also hier nach diesem langen, langen Anstieg, ne, konsolidiert hier sie so ein bisschen runter, kommt dann auch wieder ein bisschen hoch, gibt eine relativ hohe Dividende nach von fast 4% und kann man sich mal auf die Watchlist legen. So, die größte, ich glaube, es ist die größte Bank in Russland, die Sberbank. Da sieht es schon ein bisschen anders aus, ne, ganz klar in einem Abwärtstrend. Achtet auch hier wieder einfach, ne, nur wenn ihr sowas wie den 30er nehmt. Ja, ich weiß, nicht perfekt, aber funktioniert eben ganz gut. Und ihr seht hier, die Aktie war bei knapp 390 Rubel, ist es hier runtergefallen auf 221, aktuell bei 260 ungefähr, zahlt 7% Dividende, wow. Ne? Wobei,
müsst ihr einfach mal auch ein bisschen recherchieren, wie sicher sind denn diese Dividenden. Also ich habe jetzt mir die Mühe nicht gemacht, ich habe nicht nachgeschaut, weil ich so eine Aktie nicht so sehr nach der Dividende einschätze, aber nicht jetzt einfach hergehen und sagen, okay, ich bekomme ja 7% Dividende, auch immer mal bei Aktien, die eine besonders hohe Dividendenrendite haben, immer mal schauen, ist das auch realistisch, dass die diese Dividenden zahlen. Das heißt, geht mal auf die Website dieser Firmen, schaut mal nach, wie sieht die Dividendenhistorie aus, haben die die immer gehalten, ist die vielleicht auch mal verändert worden, zum Positiven, zum Negativen, ne? Also schaut euch das bitte an. So, die nächste, hier, meine Lukoil, ne? Warum sage ich meine? Wie gesagt, es war einer der allerersten Aktien, schaut euch mal das an, ne? Also hier 1997 da stand die Aktie bei 86 und jetzt bei 6.991. So, boah, Wahnsinn, ne? Aber was man natürlich wieder nicht vergessen darf, so, sieht immer alles schön aus, wenn man sich das so langfristig anschaut, aber wir sehen natürlich auch hier zwischenzeitlich riesengroße Einbrüche, ne? Also hier mal 75% und dann hatten wir hier dieser Einbruch hier, das waren dann auch gleich mal wieder 50%. Also so, mit sowas muss man halt dann einfach rechnen und jetzt ist natürlich so, ich habe es in dem einen Video jetzt schon mal angesprochen, es ist auch so ein bisschen Survivorship Bias. Gerade in Russland gibt es unglaublich viele Aktien, die es zum Beispiel vor 20, 25 Jahren gab, die gibt es heute gar nicht mehr, ne? Oder die sind heute unter ferner Liefen. Also ich kann mich noch erinnern an sowas wie Kaufhaus Gumm, weiß gar nicht, ob die überhaupt noch, notiert sind. Und viele, viele Ölwerte, die dann auch ja teilweise verstaatlicht wurden, wo man einfach auch, ne, ihr wisst das, gab es ja mal diesen großen Fall, wo eine Ölfirma, wo dann sogar der Chef eingesperrt wurde, war lange Zeit im Zuchthaus in Sibirien und als Aktionär hast dann einfach in die Röhre geschaut. Also das heißt gerade auch hier mit solchen Aktien aus solchen Ländern nicht immer sagen, okay, siehst du, hat sich doch immer gelohnt, dabei zu bleiben, sondern das ist unser Survivorship Bias. Wir sehen immer nur die Überlebenden, wir sehen nicht das, wo es schief gegangen ist. Und deswegen da immer ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, meine Strategie ist es nicht. Also ich würde die jetzt nicht auf Dauer immer ewig halten wollen. So, aber hier jetzt aktuell, ne, Öl scheint da zu laufen und deswegen auch hier, das sieht doch schon mal ganz fresh aus. So, schauen wir uns noch ein, zwei an. Also da haben wir hier beispielsweise eine Novatec, eher nicht so toll. Dann haben wir hier eine Norilsk Nickel. Spannenderweise, auch hier seit Februar geht die nach unten, so wie der russische Index auch. Na, dann haben wir hier eine Tatneft. Also das sind alles diese Ölwerte, seht ihr auch hier, ne, dramatisch gefallen von 8,50. Also mehr als halbiert jetzt eine Rosneft. Also wer schon mal russische Aktien gehandelt hat, der kennt all diese Namen. Ne? Die sieht wieder ein bisschen besser aus. Und das seht ihr hier auch da, die Polios. Und vielleicht noch eine interessante, ne? Es gibt ja auch hier, da haben sie mal gesagt, die russische Facebook, die Yandex. Und da seht ihr, die ist genauso schlecht gelaufen wie zuletzt die Facebook. Hier noch ein neues Allzeithoch. Und dann ging es jetzt hier dramatisch nach unten, also auch fast halbiert diese Aktie. Und deswegen auch hier, ich bleibe dabei. Buy and hold. Ist eine schwierige Sache. So, deswegen auch hier russische Aktien, teilweise super, super spannend. Gute Dividenden, gute Kursverläufe. Aber wenn ihr es eben wieder vergleicht mit beispielsweise einem ETF, wenn ihr jetzt wieder hergeht, ich habe hier oben mal noch so ein ETF, ja, das ist jetzt hier der RSX von Van Eck, eine Investmentgesellschaft. Da seht ihr eben gesamt nicht so eine gute Entwicklung, einzelne Aktien hingegen eine sehr, sehr gute Entwicklung. Schaut also mal lieber auf einzelne Aktien in dem Bereich, als dass ihr sagt, ich kaufe jetzt zwingend hier einen ETF. So, jetzt als nächstes. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, die Aktien, die so ganz gut laufen, manche gut, manche nicht so gut, was haben die alle so als Grundlage? Erdöl. Okay, jetzt wissen wir alle, wir haben schon darüber gesprochen, Erdöl läuft zurzeit sehr, sehr, sehr gut. Wir sehen es hier im Bereich von 90 Dollar immer mal wieder Rücksetzer. Aber wenn ihr das einfach seht, ne, steigende Hochs, steigende Tiefs, immer noch völlig intakter Aufwärtstrend. Und wenn wir uns das anschauen, wir sind jetzt wieder auf dem Niveau von 2014. Und hier wahrscheinlich in diesem Bereich zwischen 100 oder zwischen 90 und 110 dürfte es viel, viel, viel Widerstand geben. Heißt natürlich nicht, dass er nicht auf 110 gehen kann. Und momentan sieht es auch nicht so aus, als würde er mit einmal so wegdrehen, nach unten einfach so weg. Ne? Also ziemlich intakter Trend. Also was machen wir? Wir schauen uns doch mal an Aktien, die einen starken Ölbezug haben. So,
Und da können wir als erstes wieder hergehen und können sagen, okay, wir schauen uns einen ETF an. Ne? In dem Fall ist das hier der XLE von Spider. Und da sehen wir eben hier ganz, ganz klarer Aufwärtstrend. Die Aktien, wenn wir uns das mal ein bisschen längerfristig anschauen, dramatisch verloren. Also hier von 2014, da waren sie im Hoch bei 100, sind dann hier runtergefallen im Corona-Tief bis auf ungefähr so 25, also ich kann sagen über 70% Verlust. Ne? Seitdem natürlich wieder sehr, sehr schön gestiegen. Aber ihr seht auch hier, du hast im Grunde genommen, wenn du diese Aktien jetzt langfristig, ne, sind zyklische Aktien, das sind also keine Aktien, die permanent immer gut laufen, sondern es sind zyklische Aktien. Da sehen wir hier, du bist eigentlich auch nicht viel besser als im Jahr 2007. Da reden wir immerhin über 15 Jahre oder eben hier. Im Durchschnitt gibt es 3,3% Dividende aktuell. So, schauen wir uns bei Einzelaktien dazu an. Wie sehen die aus? Wir gehen wieder hier auf den Wochenchart dazu. Und da nehmen wir natürlich die größte, ExxonMobil, über 4% Dividende, gerade in den letzten paar Wochen riesig angestiegen. Ne? Also von 60 hier auf über 80. Dann haben wir hier eine Chevron, genauso riesig angestiegen. Guckt euch jetzt mal hier auch das an. Das ist ziemlich spannend. Und das ist eben das, wo ich immer sage, wir versuchen immer Stärke zu kaufen. Ne? Und vergleicht einfach jetzt mal hier nochmal bitte den breiten ETF, also wo ihr sagt, okay, das sind alle Ölaktien drin, ne? Diversifikation, okay, aber ihr seht, deutlich unter dem Allzeithoch, das heißt, die Gesamtheit der Aktien liegt noch über 45 oder um die 45% unter ihrem Allzeithoch. Und schaut euch jetzt eben dagegen hier zum Beispiel eine Chevron an. Und da seht ihr, die hat gerade ein Allzeithoch gemacht. Und das ist eben der Unterschied, ob du sagst, ich investiere passiv in einen Sektorindex. So, das kann zu einer bestimmten Zeit gut sein, aber dann musst du eben auch wissen, das ist nichts jetzt für die Ewigkeit. Wenn der Sektor, wie gerade die Ölaktien, sehr, sehr gut laufen, dann ist das eine tolle Sache. Aber irgendwann, das wissen wir auch, wir wissen bloß noch nicht wann, wird es auch mal wieder vorbei sein. Und dann ist es eben nicht mehr gut, in diesem Sektor zu sein, sondern dann muss man eher schauen, okay, gibt es einzelne Aktien, die vielleicht weiterlaufen, weil sie anderes Business machen oder weil sie irgendwas besser machen als andere. Und dann ist es eben in so einem Fall dann wieder besser, Einzelaktien zu haben als den ETF. Wir reden jetzt nicht vom S&P, ne? Da hast du ja viele, viele verschiedene Branchen drin. Aber wenn du diese Branchen-ETFs hast, dann musst du einfach, die kannst du dir nicht hinlegen, kannst sagen, die laufen jetzt für alle Zeit. Das wird nicht funktionieren. Du hast es ja gesehen hier. So, schauen wir uns noch ein paar an. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine EOG Resources, ne, auch gerade im Aufwärtstrend. Also im Aufwärtstrend sind die alle. So, dann hier jetzt zum Beispiel eine ConocoPhillips. Schauen wir uns auch die mal langfristig an. Da seht ihr hier, ne, auch hier gerade wieder ein neues Allzeithoch. Und du siehst aber hier auch diese unglaubliche Zyklik. Also von hier verliert die dann mal plötzlich 63%. So, dann hier, die geht wieder nach oben und dann verliert die wieder mal 62%. Und dann hier, dann verliert sie wieder mal 64%. Und jetzt musst du ja einfach mal sehen, macht es Sinn, so zyklische Aktien wirklich langfristig im Depot zu belassen? Weil überleg mal, du hättest jetzt gesagt, hey, ich kaufe die im Jahr, komm, wir gehen mal hin ins Jahr 2000, okay? Oder 2002, komm, da haben wir 20 Jahre. Ne? Du hast jetzt im Jahr 2002 gekauft, hier irgendwo. So, und was hast du verdient bislang? Dann hast du mit dieser Aktie 350% verdient. Klingt unglaublich viel. Gib mal einen Zinseszinsrechner ein, wie viel sind denn 350% auf 20 Jahre? Das ist gar nicht so viel. Ne? Das ist, wenn du es aufs Jahr runterrechnest, ist das gar nicht so viel. Und jetzt kommt dazu, du hattest diese unglaublichen Schwankungen hier dazwischen, die du als Investor aushalten musstest. Und das ist eben die Frage, macht das Sinn? Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. Es gibt andere, die argumentieren da anders, aber muss jeder für sich wissen. So, okay. Noch ein, zwei Schlumberger, ne, die machen ja eher so Ausrüstung. Und da seht ihr, die sind nicht so gut gelaufen. Und warum sind die nicht so gut gelaufen? Naja, und das ist eben jetzt so ein bisschen der Effekt, weil niemand momentan mehr in Öl investiert. Warum investiert niemand mehr in Öl? Das Ölzeitalter ist vorbei. Und das heißt jetzt nicht, dass Öl nicht weiter laufen sollte. Ne? Also Öl kann teurer werden, Firmen werden Geld verdienen,
Aber ihr müsst euch schon mal überlegen, ein neues Ölfeld aufzumachen, große Pipelines zu bauen und so weiter. Ne? Das ist ein Milliardenbusiness. Das ist, kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Und durch diese ganze Diskussion um Nachhaltigkeit, Öl, Kohle und so weiter und so fort, dieses ganze Öko, grüne Energie, fällt es natürlich den Firmen sehr, sehr schwer, in Infrastruktur zu investieren, weil sie natürlich da auch von ihren Aktionären, Family Trusts, Stiftungen, großen Investmentgesellschaften, BlackRock und so weiter, und die sagen, ja, müsst ihr denn das unbedingt machen? Müsst ihr denn unbedingt jetzt noch in diese Branche investieren? Also investieren die lieber woanders rein, vielleicht in grüne Energie, in irgendwelche anderen Felder. So. Und wer leidet eben dann darunter? Natürlich die Ausstatter, weil die einfach weniger Aufträge haben. So. Und das muss man eben dann wieder so ein bisschen unterscheiden. Und das seht ihr eben hier an Schlumberger. Die Aktie dramatisch gefallen. Und guckt mal hier, das ist ein Langfristchart. Ne? Ich meine, das ist eine Aktie, Dividende ist auch nicht so mega, ne? Gerade mal 1,24%. Die Aktie war bei 120. So, die ist jetzt bei 40. Die war aber auch schon hier unten bei 13. Und da doch lieber mal schauen, kann man solche Aktien nicht vielleicht mal traden? Und traden heißt ja jetzt nicht heute rein, morgen raus. Aber kann man das vielleicht nicht mal auf ein paar Wochen machen, ein paar Monate machen? Ne? Weil hier, schöner Anstieg, gerade wenn wir uns den Wochenchart anschauen, ne, dann ist die doch jetzt hier zuletzt, ist die schön hier gerade ausgebrochen, hier ausgebrochen, hier eine schöne Bodenbildung macht, doppelten Boden, bricht dann hier aus, also bei 23, das jetzt bei 40, alles ganz schick. Ne? Aber du siehst, das ist eben nichts zum Hinlegen und dann Schlaftabletten nehmen, ne? Also wie André Costoloni das gesagt hat. Weil dann ist es manchmal besser, du nimmst eine ganze Packung Schlaftabletten, wenn du so eine Aktie im Depot hast. So, okay, also könnten wir uns noch ein paar anschauen. Was fällt auf jeden Fall auf? Ich vergleiche mal noch hier eins. Und zwar mache ich euch da mal einen Linienchart rein. Und wir nehmen mal, und das ist hier ein sogenannter Ratio-Chart. Ne? Und zwar Ratio heißt, dass du einen Preis gegen einen anderen vergleichst. Was läuft also besser? In dem Fall ist es hier, sind es hier die Ölaktien gegen den breiten S&P 500. Und da siehst du eben, ich mache euch hier einen Monatschart, und da siehst du eben, dass Ölaktien seit 2008 im Grunde genommen sehr, sehr viel schlechter als der breite S&P performt haben. Das heißt, hättest du dein Depot aufgeteilt und hättest gesagt, die Hälfte mache ich S&P, die Hälfte mache ich Ölaktien, dann hättest du sehr viel weniger Geld verdient, als wenn du das nur in den S&P gesteckt hättest. So, klar, rückblickend ist es immer ganz einfach zu sehen, aber mit Hilfe solcher Ratio-Charts kannst du eben erkennen, was ist gerade im Aufwind und was ist eben nicht so im Aufwind. Und du siehst das hier selbst am langfristigen Monatschart, ne, haben wir hier ein Tief gemacht im Oktober 20. Seitdem ging es deutlich nach oben, also seit Oktober letzten Jahres, ist September, Oktober, ist die Performance von Ölaktien deutlich besser als der S&P. Und gerade wenn wir uns das auch hier am Wochenchart anschauen, dann sieht es viel besser aus. Wir zeigen bei uns, unseren Teilnehmern in der Akademie, viele dieser Ratio-Charts, gibt es eine ganze Lektion auch demnächst darüber, und wir besprechen das auch oft in den Calls, weil das eben gerade für die Auswahl von einzelnen Aktien, also wer handelt einzelne Aktien, ne, ist es ganz gut zu wissen, in welchem Sektor sind wir denn, ist das gerade ein Sektor, der gut läuft, und wie kannst du das herausfinden, vergleichen einfach mit einem anderen Sektor. So, und da sehen wir eben hier Ölaktien gegen den breiten S&P gerade sehr, sehr gut, und auch wenn wir sie, die Ölaktien mal vergleichen mit den Technologieaktien, da sehen wir auch was sehr, sehr Spannendes, denn guckt euch das hier an. Technologieaktien viel, viel besser gelaufen seit der Finanzkrise. Seit der Finanzkrise sind Tech-Aktien unglaublich stark gelaufen. Ölaktien, also wer Ölaktien hatte gegenüber Tech, hat völlig das Nachsehen. Momentan sehen wir aber hier so eine Bodenbildung. Mal gucken, ob das nur so ein kurzer Highflyer ist wie hier oder ob da mehr wird. Spannend ist es auf jeden Fall, regelmäßig auf sowas zu schauen und mal zu achten, was das ist. So. Zusammenfassend. Was können wir also sagen? Gibt es einen Krieg in der Ukraine oder nicht? Keine Ahnung. Das können wir aus den Charts nicht herauslesen. Wir haben keine Glaskugel. Ich persönlich halte es immer noch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Ich glaube es nicht. Aber wie gesagt, Glauben ist nicht Wissen. Was ich aber sehe, ist, dass sich, wenn man einfach mal ein bisschen gesunden Menschenverstand anwendet, wenn man mal ein bisschen versucht, den größeren Blick zu wagen, dass sich dann doch die ein oder andere gute Chance am Markt ergeben könnte. Vielleicht nicht zwingen, indem man sagt, ich muss jetzt Russland kaufen. Ich habe gesehen, da gibt es nur ein paar einzelne Aktien, die da Sinn machen. Aber indem man einfach denkt, okay, wem nützt es, wer hat was davon, wo könnte es hingehen? Also mal vielleicht in den Bereich Defense reinschauen, mal in den Bereich Öl reinschauen und da immer mal gucken, was man da machen kann.
Und so solltet ihr immer auch an eure Investments herangehen, wenn ihr halt Nachrichten lest, ne? Dass ihr dann immer mal schaut, okay, bringt mir die Nachricht etwas? Kann ich aus dieser Nachricht etwas herauslesen? Oder aber macht es nicht mehr Sinn, mal die Nachricht zu hinterfragen und zu überlegen, was hat das für welche Bereiche für Auswirkungen? Ne? Und wenn man das nämlich hat, ihr müsst immer von einem ausgehen, es gibt immer, wenn es irgendwo ein Risiko gibt, gibt es auf der anderen Seite eine Chance. Und das ist immer so. Und deswegen, wenn ja auch jetzt alle sagen, okay, der Markt geht zum Beispiel weiter runter. Ja? Es gibt ja einen sehr, sehr berühmten und auch sehr, sehr bekannten, auch sehr, sehr guten, das muss man einfach so sagen, Investment- oder Vermögensverwalter aus den USA, der sagt, wir haben die größte Blase aller Zeiten momentan. Und auch beispielsweise Ray Dalio, der Chef von Bridgewater, geht ja davon aus, dass, hat jetzt erst, ich glaube, gestern ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, die Zeit des leicht verdienten Geldes ist vorbei an den Märkten. Es wird wieder sehr, sehr viel selektiver. Und dann kann man sagen, ja, das ist alles schwierig und so. Oder man sagt, okay, wenn das aber das Risiko ist, dann gibt es doch auch irgendwo eine Chance. Und wie kann ich denn diese Chance nutzen? Und ich persönlich glaube auch, dass das Anlegen in den nächsten Jahren unglaublich erfolgreich sein wird, dass man unglaublich viel Gewinne an den Märkten wird machen können, allerdings nicht mehr so ganz simpel. Also einfach nur was kaufen und dann zuschauen, quasi wie es mehr wird. Meine persönliche Meinung ist vorbei. Man muss ein bisschen mehr machen, man muss etwas aktiver werden an den Märkten, man muss vielleicht auch ein breiteres Wissen sich aufbauen, man muss mehr Hintergründe kennen, man muss mehr Hilfsmittel vielleicht auch haben. Und ich bin aber überzeugt davon, wer das tut, wird auch kurzfristig, das heißt also aus Sicht von ein paar Monaten, von ein, zwei Jahren, sehr, sehr viel Geld verdienen können an den Märkten, extrem viel Geld. Und wer eben sagt, nein, ich möchte das nicht, der braucht dringend diesen Faktor Zeit. Der muss eben sagen, okay, es kann jetzt auch mal sein, ich verdiene mal 5 oder 10 Jahre nur relativ wenig Geld an den Märkten und ich hole mir das quasi über den Faktor Zeit wieder rein. Ist auch eine Möglichkeit. Ne? Muss jeder für sich selber entscheiden, was für ihn das Beste ist. Wenn du sagst, na, ich bin nicht so der ganz Geduldige, ich möchte jetzt nicht 10 Jahre warten, bis ich meine Investition auszahlen soll, sondern soll ein bisschen schneller gehen, dann sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge und dann sollten wir uns mal unterhalten. Du weißt, du kannst dich hier unter jensraue.de/termin für ein Erstberatungsgespräch anmelden. Wir sprechen mal darüber, wo du hin willst, wo du stehst und was wir machen können. So, das war's für heute. Ich bin gespannt, was ihr für eine Meinung zur Krise in der Ukraine, Russland etc. habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.